Jetzt. Gut. Weiter geht's, wenn ich das mal geschaltet kriege. So, weiter geht's. Jo. Oh, cool. Hey, sie stirbt man nicht mit einem Schlag. Na, es ist praktisch. Kiste für dich? Ja. Zeitbombe. Gut, dass ich es mit ihm gemacht habe. Er kann das ab. Ja, komm. So, wo mussten wir gleich nochmal lang? Links. Hier, ne? Ich will eigentlich die Fledermaus töten. Sorry, ich will die Fledermaus töten. So. Und dein Killdrang. Ja, ist halt so. Ich bin generell immer, sobald ich einen Gegner im Screen habe, der wird getötet, auf jeden Fall. Außer der ist jetzt so wie da irgendwie total schlecht zu erreichen. Ja. Boah, ich krieg noch eine Krise mit dem Bild hier manchmal. Da hinten brauchen wir die Peitsche. Genau, ich weiß gar nicht mehr, wo man die genau kriegt, die Peitsche. Ich glaube bei Tura, oder? Spoilere zwar, aber ja. Nochmal gespoilert, wenn wir die Spurensieger gekriegt haben. Ja, genau. Wir spoilern sehr viel. Ja. Nein. Och, Mann. So, komm. Komm her. Da war aber die Gruppe, den aktiv war. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf diesen Karate-Tiger aufpassen. Genau der. Ja, der Fuchs hier. Ich nenne ihn mal den Karate-Tiger. Ich muss noch mal was ändern, weil damit sie ja auf Fernkampf geht. War Karate-Tiger nicht ein Film mit Jean-Claude Van Damme? Ja, ich glaube. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Karate Kid war ja das andere, da muss das Karate-Tiger so sein. Auf jeden Fall Bloodsport gibt es noch mit Jean-Claude Van Damme. Ja. Und wie ich sehe, habe ich jetzt Bock auf Level 1. Den hast du auf Level 1, genau. Okay. Ja, jetzt kommen wir nicht mit dem. Kommen wir gleich eh vorbei, komm. So, ich wechsle jetzt aufs Schwert. Alles klar. Dann kann ich ihr jetzt den Bogen geben. Hier geht's nicht weiter. Vorsicht! Eieiei. Fuck, der kleine Bastard! So, gute Arbeit. Okay, sind Level 10. Das ist gut. Level 10 sollte man das noch schaffen. Auf dem anderen Spielstand war ich viel weiter mit Level 12. Nichts Heilung. Ah, ich hasse es, so unterlevelt zu sein. Dann gebe ich hier aber mit Bogen kämpfen. Mach das. Ich komme nicht ran, ne? Genau. Würde mich wundern, wenn doch. Also ich persönlich hasse es, unterlevelt zu sein. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich hasse es, so niedriges Level zu haben. Nervt mich irgendwie. Mag aber auch eine Herausforderung zu haben. Ja, aber es ist irgendwie scheiße, finde ich. Toll, finde ich das toll, den Gegner mit dem Einschlag zu klatschen. So, erstmal theoretisch, das tatsächlich. Ich finde es scheiße, ich level mich lieber immer. Ich bin halt so bei Rollenspielen. Ich mach das nur, wenn ich nicht vorankomme und dann dauernd verrecke.
Bei mir macht's auch Spaß mit Leveln und so und Falle. Nein. Wir haben aber auch häufig Fallen gehabt jetzt in letzter Zeit, ne? Schon irgendwie, ja. Oh, scheiße. Oh, hast du gerade durchgekloppt jetzt. Hörst du auf? Ich erinnere mich gerade, wie ich mal hier von Stühlen getötet wurde. Pass mal auf mit den Stühlen hier, die sind gefährlich. Welcher bei den... Wir sind drei böse Stühle. Der nächste ist über uns und der andere ist rechts unten. Wir aktivieren nicht zwei gleichzeitig, das wäre das Dümmste, was wir machen könnten. Wie gesagt, die haben mich schon mal in der extra Blasche. Ich weiß, wie tödlich die sind. Ich hab Respekt vor den Scheißviechern. Ja, verständlich. Wurde halt nahtlos in der Ecke damit rampelt, während mein Kumpel zugeschaut hat. Der hat sich eigentlich kaputt gelacht. Glaube ich jedenfalls. Er sieht mich halt gern leiden, weißt du? Ah, okay. Bam, 104. So. Das war nicht, das war scheiße. Jetzt müssen wir aufpassen. Komm, das kriegen wir hin. Er hat wieder rund umgeschlagen. Er sollte ja gerade ausschlagen. Ach, der eine ist auch noch okay. Ja. Wenn sie alle gleich aussehen, sind sie alle Gegner. Oder alle keine. Ja, schön. Stirb. Und weiter. Ja. So. Vorsicht, Wölfe. Ja. Ich bin böse. Bäm, weg da. Von der Kobaldin, ey. Sag mal weg von der Kobaldin. Meine Fresse. Weg da. Ah, verdammte Scheiße. Gut, gut gemacht. Ja, die müssen wir befreien, soweit ich weiß. Er gehört zu Haken. Haken, wo ist denn Haken? Meinst du vielleicht den Haken? Gut, wie hast du das nur erraten? Ja, ich meine den Haken, du dummer Spast! Haken ist in großer Gefahr, die Hexe hat ihn sicher in ihrer Gewalt. Wollt ihr wirklich zur bösen Hexe? Da geht's wieder nach oben. Ihr müsst zu dritt auf dem Schalter stehen. Schalter? Geh, lass uns nach oben gehen. Dann können wir mal gucken, was der so hat. Ja, und die Hexe hat sich ja eingesperrt. Braucht ihr etwas? Ich kann sogar eure Spielstadt speichern. Speichern. Ja, speichern und cutten. Entschuldigung. Muss nicht entschuldigen. Aufnahme startet. So. Ach scheiße, ich hätte ja meine gar nicht gestartet. Oh, super. Pup. Ah gut, jetzt nehmen wir das alles mit auf hier. Ja. So, meine Aufnahme sollte jetzt gestartet haben. Dann geht's weiter. Gut. Hier kann man übrigens nochmal sehen, hier war kein Kampf- oder Gefahrgebiet, weil wir keine Waffen hatten. Ja. In der Hand. Ich weiß noch, dass ich hier mal das Problem hatte und nicht weiterkam.
Da war das Spiel noch neu. Und wir kamen einfach nicht auf die Idee, mal da runterzugehen, mit den Leuten zu reden. Ich will diese Viecher töten. Ja, komm her hoch. Geht das von hier? Das ist ja kurz ein Boomerang nehmen für das. Seine kommt mit dem Aufladen rein. Weil ich will nicht von denen zusammengeklopft werden. Ja, okay, ist riskant. So habe ich jetzt überhaupt gespeichert? Ja, ne? Ja, hast du doch gerade beim Wucherkater. Okay. Ich war mir gerade nicht sicher. Jetzt da! Okay, rein komme ich nicht. So. Genau, gib ihm! Oh, das lange dauert, aber sicher ist sicher. Ja. Weil in RPGs sollte man auch strategisch vorgehen. Nicht nur drauf rumkloppen. Ich bin gerne einer, der drauf rumkloppt. Ja, ich weiß. Vor allem auf Wiley. Tochti ist gezappelt. Rechts sind sie erfolgreich, links sind sie fail. Tochti, scheiße. Was macht die Tochti? Okay, jetzt sind sie auch rechts fail. Ich glaube, in einer Räume war noch eine Truhe. Hier Stühle! Ups! Oh Mann. Das war dämlich! Ich wollte das gar nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Bin ich sterben, aua! Aua! Ich hatte echt Bam. Grad umbringst, ey. So, okay. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Meine Fresse. Das Steinherz hat nicht runterleitet, ey. Okay, Killing, gut. Aber wandel ich jetzt zurück hier? Ich hab das war die richtige Tür. Ich weiß. Aber ich dachte, dass hier eine Truhe war. Nö. Hier waren Gegner, aber man will ja alle Gegner mal erreichen. Vor allem wegen Leveln. Genau. Mit Level 11 würde ich mich doch ein bisschen sicherer fühlen. Spion ist erledigt. So. So, die Wand muss dann auch weg. Genau. Ah, dann habe ich jetzt ganz vergessen. So geht das. So, geht doch. So, müssen wir bald da sein. So. Zappelhocker, okay. Ich sollte mal... Cutten? Nein, nein. Wir haben noch 5 Minuten, oder? Oder soll ich jetzt cutten? Ich würde sagen, eventuell jetzt mal lieber cutten. Gut, aber ich wollte einen Bonbon nehmen. Okay. Obwohl, ich weiß nicht, wie... Obwohl, nee, komm, es kommt ein scheiß Bosskampf. Ich nehme jetzt einen Bonbon. So, und danach mache ich einen Cut. Okay, machen wir einen Cut. Okay.
Okay, kann weitergehen. So, weiter geht's und jetzt auf zum Bosskampf. Ich muss gerade noch diesen Typ zu Dantalos schicken! Okay, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ja. Aua, natürlich. Au. Alter, was für ein Arschloch. Nein. Gib aufs Maul hier. Dann nochmal. Komm nicht wach. Warte. Er hat mich. Okay, jetzt. Von hier trenne ich dich, damit musst du ihn machen. Dafür habe ich die weiter gekauft. Ich kann ihn von hier nicht gut treffen. Hier musst du ans Berg gehen. Ja. Flammengas Level 2. Na, super. Alter, ist das ein Arschloch? Oh ja, das ist ganz lauter. Gut, geht doch. Das war ja simpel. Wahrscheinlich, weil ich den Bogen genommen habe. Habe ich mir problematischer vorgestellt. Und du sehr oft drauf reingeschlagen hast, als er unten war. Ja. Ich hätte auch überlegt, wenn er jetzt unten ist, auf das Schwert zu wechseln. Das sollte man ja auch machen, oder nicht mal die Waffen wechseln im Kampf. Und weiter geht's. Kann man's ja. Boomerang erhalten. Okay, du hast eine Frau. Was wollt ihr denn auch? Habt Gnade mit mir! Tantalus hat mich erpresst und mir eine Hitlerstimme verpasst! Ich hatte keine Heilkräuter mehr, also hat er mir seine angeboten. Dafür müsste ich für ihn die Menschen hier verzaubern und wie Hitler sprechen. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Wenn ihr nach diesem Hagen sucht, er ist bei den Ruinen in Pandoria. Nehmt euch den Inhalt der Schatztruhen. Ich brauche sie nicht mehr. Der Orbschalter im Lavatempel? Ihr betätigt ihn mit einem Wasserzauber. Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Okay. So. Falsche gefunden. Da haben wir sie. Yay, 50 Goldmünzen. Falsch ist besser. Ja, ich brauch's so eh nicht. Ich glaube, wir haben jetzt ja alle Waffenarten, wa? Weiß ich nicht genau, ich glaube ja.
Nee, da fehlt noch was. Der Speer. Ja, stimmt, der Speer. Aber gibt's nicht später auch so Wurfsterne oder ist es nur eine Erweiterung vom Bogen? Vom Bumerang. Bumerang meine ich, ja, meine ich ja, sorry. Ja. Wie lange wollen wir noch aufnehmen heute? Weiß ich nicht. So lange, wie du noch Zeit hast? Keine Ahnung. Ja, da schon langsam 22 Uhr ist, würde ich wieder mal aufhören, ne? Wegen Arbeit. Okay, wir haben den Boss ja jetzt eh besiegt, ne? Ja. Aber ich will noch speichern. Ja, dann gehen wir halt noch in... Weiter halt. Hörst du mich? Steve, ach nee, das glaube ich mal, Aquaria. Steve, hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast! Das war Aquaria, braucht keine Hilfe, ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit! Ich müsste zwar zu Hagen, aber alleine kann ich ihn sowieso nicht retten. Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Ich will auch mit! Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Vor allem, weil du an Dorn verreckst. Ja, genau. Die Koboldin, die muss man immer retten. Die gute alte Sophie. Ich finde, die Musik hat was Beruhigendes. Ja, geht, ne? Ich finde, die Bossmusik finde ich episch. Die ist, ja, die macht Bock auf... Die ist vor allem sehr progressiv für eine Videospielmusik, das muss ich ganz ehrlich sagen. So. Let's. Das wäre doch was mit Mina, oder? Was? Die Peitsche. Wie kommst du denn jetzt darauf? Als er schon mal im Titel stehen hat, jo, Mina. Ach so, okay. Will ich hier mal demnächst irgendwie schreiben. Schluss mal, wenn die Peitsche passt zu einer dummen Mina. So, können wir jetzt auch gleich den Dingensweg zum Wasserpalast nehmen? Obwohl, nee, müssen wir überhaupt zum Wasserpalast? Nee, wir müssen erstmal speichern. Können wir das speichern beim Wasserpalast? Ich weiß jetzt gar nicht, wohin wir am besten gehen zum Speichern. Das hat das, bis wir was speichern können. Ich weiß auch, wo wir lang gehen müssen. Das war da oben. Ja, aber Moment, erstmal will ich die zwei Kollegen hier. Wie viel Zeit hast du noch eigentlich, die Aufnahme? Circa eine Minute. Ich gönne es mir jetzt, ich gönne mir eine kleine Vergiftung. Ne, eine K.O.-Faust nur. Die ist ja gar nicht so schlimm. Nein. Yay, ich habe immer noch 100! Ja, Klatto, das ist doch auch schön. Falls ich das, wo wir hier sind. So, und jetzt sind wir hier auch beim Wasserpalast. Mhm. Ich frag mich ja, wie man aus dem Tempel rauskommt, wenn keiner die Schalter aktiviert von außen. Wahrscheinlich gar nicht. Ich gebe die Kraft! Dann spielt Speicher! Ja. Nummer ja. 19, ja, das muss die Anzahl an Speicher sein. Ja, kann gut sein, ja. In dem Fall, wie viel oft wir gespeichert haben. Die Patrone des Wassers lebt in einer Höhle hinter dem Wasser. Rechts von diesem Palast. Aber in 30 Sekunden gibt's einen Cut. Du musst unbedingt zu ihr. Wir müssen einen Cut machen, verdammt. Oder einen kein Cut. Es ist egal. Hauptsache, wir haben jetzt einen Cut, nicht Cut. Ja. Heul doch. Keine Fresse.